Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Hauptkommissar Ronny hat heute eine wichtige Aufgabe zu erledigen. An einer Landstraße muss er eine Verkehrskontrolle durchführen. Na, da hast du ja auch viel zu tun. Gerade zur Weihnachtszeit wünschen sich viele Leute immer etwas Schnee, wenn sie verstehen, was ich meine. Ja. Verstehe ich jetzt nicht, was... Tragen! Und dann geht es auch schon los. Als Ronny also ein verdächtiges das war jetzt Auto nicht entdeckt, mein Gedanke. Genau, was zu tun ist. Schönen guten Tag! Aus! Aus! Hä? Mach den Fünfer aus! Wieso hat der denn einen Führerschein, Alter? Ja. Geil, oder? Aus! Das war DJ Zombiefucker. Zeigen Sie ein bisschen mehr Respekt. DJ Zombiefucker war das! Das stimmt, kann ich nicht leugnen. Also, wo soll's denn hingehen? Meine Freundin und ich wollen nur schnell in den Supermarkt. Deine Freundin? Ja, Freundin? Hannah. Hanna, sag hallo. Hallo. Warum sitzt noch die hinten? Guten Tag. Einmal bitte Fenster aufmachen. Oh. Oh. Schön, guten Tag. Hab Kommissar Renni, mein Name. Ich... das hätte ich auch gemacht. Hanna? Sagen Sie, ist sie bescheuert? Ja, ist sie. Aber ich liebe sie trotzdem. Fenster runter! Naja, gut. Muss Anfang sein. Er hat nicht gesagt, wie lange das Fenster unten sein soll. Ich zähle bis drei. Wenn dann das Fenster nicht runterkommt, gibt es aber ein Dönerwetter. Eins! Ein Dönerwetter? Zwei! Drei! Sehr gut, Hanna, sehr gut. Ich mag ihn nicht. Ich auch nicht. Er riecht nach Knoblauch. Ich glaube, das ist Schimmelkäse. Wurstwasser ist das! Ich habe eine Bockwurst inhaliert! Ich habe mal mit einer Bockwurst in der WG gewohnt. Was? Aber dann habe ich sie aufgegessen und konnte die Miete nicht mehr alleine bezahlen. Hanna, vielleicht bist du einfach mal kurz... Richtig. Hier stimmt irgendwas eindeutig nicht. Ärgerlich, weil sie war eigentlich voll sympathisch. Aber... Ja, meine Bockwurst ist auch sympathisch. Welche von der Zweideutigkeit könnt ihr euch jetzt aussuchen? Naja, ich hatte halt Lust auf eine Bockwurst. Und wie es der Zufall wollte, war meine Mitbewohnerin eine Bockwurst. Hat halt super gepasst, weil ich musste dann nicht mehr in den Supermarkt, weil es war echt spät. Was für ein Scheiß! Ja, also ich als Polizist würde jetzt wieder gehen. Nö, bin ich nicht. Das ist ja das Erschreckende. Warte mal. Habe ich eigentlich gerade einen Mord gestanden? Fahrt weiter! Danke, auf Wiedersehen! Doch, Ronny in der Polizeikontrolle! Doch, Ronny in der... Ich hätte dasselbe gemacht wie Ronny, ich hätte es einfach weggeschickt. Da hätte ich echt keinen Bock mehr. Ja, wen haben wir denn da? Ja, guten Tag. Oh, der Weihnachtsmann ist da. Ohne Bart. Ja. Sogar der echte, ja. Genau. Ohne Bart. Ja, aber sagen Sie doch mal, was mag denn so ein Weihnachtsmann ganz gerne? Hm? Ein Schlitten mit Rentieren? Glückliche Kinder. Schnee! Schnee! Ja, das mag der Weihnachtsmann also, besonders. Wo ist der Stoff? Was? Wo sind die Drogen? Was für... Zeig mir deinen Sack. Was? Dein Sack! Ich will... Eindeutig? Zweideutig? Ich will deinen Sack sehen! Meinen Hoden? Ich glaube, ich wollte gerade sagen, ich glaube, er denkt dasselbe, was ich denke. Den habe ich ja jetzt gar nicht dabei. Erst Heiligabend natürlich. Wie ist Ihr Name? Ja, Weihnachtsmann. Sie sind der Weihnachtsmann. Ja, sag ich doch die ganze Zeit. Genau. Und ich habe ein erfülltes Sexleben. Also, wie ist Ihr Name? Los, wie ist Ihr Name? Santa Claus. Klaus. Und weiter? Ich habe keinen Nachnamen. Jetzt reicht's aber langsam. Hey. Was ist denn mit deiner Weihnachtsstimmung? Wie ist in Arsch? Vielleicht kann ich dir ja mit etwas Weihnachtsmagie den Tag versüßen. Oh, oh. Halt die Fresse. Nett. Wie haben Sie das gemacht? Ja, er ist der Weihnachtsmann, er kann alles. Das war ein Feuerwerkskörper. Das gibt eine Anzeige. Ich hab's. Ach, Ronny. Ja, coole Feuerwerkskörper. Doch gesagt, ich bin der echte Weihnachtsmann. Und jetzt passiert etwas wirklich Magisches. Na jetzt. Wieso kann denn der selber fliegen? Ja, das Fliegen müssen wir auch mal noch üben, hä? Nein! Ich glaube, dann sollte der... Ich glaube, der Weihnachtsmann sollte lieber bei seinen Rentieren bleiben. Nicht Rentieren, Scheiße, Pisse, Kacke! Und wie echt das aussieht! Wie kann das denn echt aussehen? Und wie gut das animiert ist! Oh, verstehe. Schönen guten Tag. Hallo. Hab Kommissar Renni, mein Name. Oh nein. Doch können Sie sich vorstellen, warum ich Sie angehalten habe? Nee, weiß ich nicht. Bin ich zu schnell gefahren? Sie hatten ein Handy am Steuer. Nein, das stimmt nicht. Oh, doch. Ich hatte mein Handy die ganze Zeit hier unten, ja. Ich hab genau gesehen, wie Sie... Zeigen Sie mir Ihr Handy nochmal. Hier unten, ja. Das ist doch eine von diesen neuen Höhlen da von
für ein Rhino-Shield. Sie hat ein Handy an Steuer. Nein, ich habe mein Handy da oben. Na, das ist doch eine Handyhülle für ein Rhino-Shield. Genau, richtig. Ja, die sind ja jetzt MagSafe-kompatibel, ne? Sind sie und ja. Die sind auch also mega, wirklich mega. Die kann man komplett selber gestalten. Bis ins kleinste Detail kann man die selber gestalten. Okay. Man kann auch schon fertige Designs auswählen aus Filmen, Serien oder beliebten Künstlern. Kann man alles selber sich da auswählen. Und der Magnet ist auch... einer der stärksten Magneten auf dem Markt. Es gibt Magnet? Wirklich keinen besseren. Ich muss Ihr Handy leider beschlagnahmen. Was? Nett. Nein, wieso? Aus Gründen, deswegen. Aber... aus Gründen? Ich muss Ihr Handy beschlagnahmen, aus Gründen. Das ist gut, aus Gründen. Das mache ich auch demnächst wegen der Polizeikontrolle ab. Ich beschlagnahme das Handy von dem Fahrer, aus Gründen. Oder vom Polizist, aus Gründen. Das ist echt cool. So kann man eine Polizeikontrolle fast entgehen, wenn man ein Handy von Höhle von Rhino Schild hat. Vielleicht sollte ich mir eine holen. Ja gut, wenn's sein muss, dann... Er macht ich mache doch auch nur meinen Job. Bekomme ich das denn wieder? Nein. Diese Höhlen sollen doch auch so wahnsinnig gut das Handy schützen, oder? Ja, ja, genau. Aha. Mhm. Oh. Sind Sie verrückt? Ja, nichts los damit. Ja, Gott sei Dank. Ey, ich hätte so Angst, das Handy trotz der Hülle auf den Boden zu schmeißen oder so. Nein, das... Ey, auch wenn das sehr viele YouTuber machen. Ich hätte Angst, dass das einfach kaputt geht. Und bei meinem Talent wird das wahrscheinlich auch passieren, obwohl ich noch nie ein Handy kaputt gekriegt habe. Aber auch wenn ich das so schmeiße gegen einen Baum oder so, ich glaube, das würde kaputt gehen. Oh, alles tödlich. Die Hülle schützt doch nicht das Display. Auch. Auf Wiedersehen. Warten Sie. Ja, was ist also denn? Das Display wenn die Zuschauer doch, jetzt auf den Link in der Videobeschreibung klicken, dann bekommen Sie bei mindestens zwei gekauften Handyhüllen 20% Rabatt. Ach, ja, das ist ja Wahnsinn. Also. Gewesen. Jetzt nee, ist scheiße. Das ist Werbung, das müssen Sie kennzeichnen. Hab ich doch. Kann gerne noch ein bisschen größer, dass man das auch gut erkennen kann. So? Schon besser. Also, 20% Rabatt. Jetzt zuschlagen. Doch, Hörni, in der Polizeikontrolle. Das finde ich bei TikTok immer mies. Da verstecken die meisten oben das Werbungskennzeichen, damit man das nicht sieht. Obwohl eigentlich deutsches Gesetz so ist, dass du das sehen musst. Aber die meisten verstecken das wirklich oben, damit man halt nicht sieht, dass das Werbung ist. Hölle. Schön, gut. Was? Wie funktioniert das denn? Ich glaube, Tor ist einfach nicht mehr eingefallen. Ja, das glaube ich auch. Doch, Hörni, in der Polizeikontrolle. Und ja, war ein wahrer Sinne des Wortes in der Polizeikontrolle. Schönen guten Tag, kann man sagen, wie mein Name? Allgemeine Verkehrskontrolle. Ja, moin, sag ich mal. Wie ist denn Ihr Name? Oh nein. So ein Hinnerk heiße ich. Guten Tag, Herr Hinnerk. Haben Sie Drogen konsumiert? Wie, wer Drogen? Ich weiß nicht, wo keine Drogen haben. Gar nichts an Drogen? Bin ich in Frankfurt oder wer? Die einzige Droge in meinem Leben ist der HSV. Frankfurt? Was geht denn da ab, Alter? Na gut, Frank auf Englisch, Frank. Haben Sie Alkohol getrunken? Klar. Sie haben Alkohol getrunken? Ja, nur einen Lindenkorn habe ich nur getrunken. Auf mich. Wie groß war denn der? Nur so einen Linden hätte ich nur, einen kleinen Linden. Und wie viele davon? 22. Junge, dass der noch gerade ausfahren kann. Sind Sie verrückt? Nur Korn bringen uns nach vorn. So ist das hier auf dem Land. Sie haben mich angelogen. Nee, ich heiße wirklich Sören. Kannst du mal einen Trägerführerschein gucken? Und er hat nicht gelogen. Er hat gesagt, er hat getrunken. Doch, Sie haben keine Drogen konsumiert. Ja, ein Korn ist doch keine Droge, oder was, Junge? Korn ist Alkohol. Ein Korn ist ein Getreide, du Hajopai. Ich das stimmt allerdings auch wieder. Wie so. Toll, mein Freund. Ja, soll ich dir jetzt mal erklären hier, oder was, Junge? Ja, da bin ich jetzt aber mal gespannt. Dann erklären Sie mir das mal, hä? Also, Junge, er kommt von Land, das ist keine Chance. Ein Korn, so, wächst hier auf dem Feld. Mhm. Genau wie Cornflakes. So. Cornflakes wächst auf dem Feld? Das heißt, ein Löwenkorn. Geil, Alter. Ich geh nachher erstmal Sinni-Minis sammeln. Ist eigentlich so wie ein Cornflakes zum Trinken. Cornflakes zum Trinken? Ja, gut, wenn sie schön aufgeweicht sind, kann man es wirklich trinken. Aber schmeckt es, die zweite Frage. Glaube ich jetzt nicht. Willst du hier jetzt behaupten, Cornflakes sind ungesund oder was? Nein, also... Willst du uns Landwirten jetzt irgendwie hier behaupten, wie ungesund so ein Cornflakes ist oder wie? Tut mir leid, ich kenne mich doch nicht so mit aus, also... Ja, ich kenne mich damit aus. Nur Korn bringt uns nach vorne. Ich komme ursprünglich aus der Stadt, also ich bin doch nicht so... Guck dir mal so ein Korn an. Ja. Das Meisterwerk der Natur, sag ich dir. Erstaunlich, ja, also... Wirklich, muss ich sagen. Also, oh Gott! Entschuldigen Sie die Störung, guter Herr. Nur der HSV, sag ich mal. Nur der HSV. Ja. Also bei dieser Polizeikontrolle kommt einfach jeder weiter. Am besten kommt die weiter, die wirklich Drogen genommen haben. Das kennen wir ja bei Ronny. Das ist doch verdammt geil. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.